3, 2, 1 und da ist es, das Spiel Monopoly in der Mannheim Edition. Hier natürlich nicht in Spielgröße, sondern größentechnisch angepasst am Ehrengast des Tages, Mr. Monopoly. Bei der neuen Version des Brettspielklassikers findet man statt den üblichen Feldern lokale Orte wie die Mannheimer Quadrate, das Nationaltheater oder auch das Mannheimer Schloss. Ich denke mal, dass da Zuspruch kommen wird und solche Sachen natürlich auch gerade für die Mannheimer sehr wichtig sind. Und wir gehen schon davon aus, dass wir das auch sehr gut verkaufen. Die Projektleiter von Winning Moves waren in Mannheim unterwegs und haben mit den Menschen und dem Besucherzentrum Visit Mannheim über besondere, historische und auch prägende Orte der Stadt gesprochen. Wir waren ja vom Anfang des Prozesses mit involviert als Visit Mannheim und freuen uns natürlich, dass das Monopoly jetzt tatsächlich gelauncht wird. Das Visit Mannheim hat wie auch das Technoseum, der Adler Mannheim oder auch die Schokinak eine Straße auf dem Spielfeld bekommen. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon entdeckt. Auch wir von RonTV sind dabei. Dort, wo man üblicherweise das Gemeinschaftsfeld findet, heißt es in dieser Version TV News. Wir wussten auch nicht, wer jetzt alles mitgemacht hat am Schluss, aber wir freuen uns natürlich, dass auch so viele Firmen dabei sind, neben den Institutionen und dass Mannheim doch so ein tolles Monopoly bekommen hat. Und wer bei dieser Edition gute Chancen auf den Sieg haben möchte, muss nicht etwa die teure Schlossallee kaufen, sondern sich das Wahrzeichen der Stadt, den Mannheimer Wasserturm, ergattern. Über die neue Version sprechen wir mit Sarina Hartmann vom Spieleverlag Winning Moves. Wie viel Spaß haben Sie an der neuen Edition und warum sind solche Brettspiele auch wichtig für unsere Gesellschaft? Super viel Spaß. Also ich liebe es, mit Spielen zu tun zu haben, selber zu spielen. Und Spiele sind einfach super wichtig, wie ich finde. Sie bringen Menschen zusammen, man hat Spaß, bringt Generationen zusammen. Und das finde ich super wichtig. 2007 gab es die letzte Edition Mannheim Monopoly. Warum haben Sie sich jetzt für eine Neuauflage entschieden? Ja, 2007 ist ja jetzt schon auf ein Weilchen wieder her. Wir dachten uns, es gibt neue Sachen in Mannheim. Es ist ein riesen Querschnitt, den wir unbedingt von der Stadt noch abbilden müssen und dachten, Mannheim bringt den Charme und die Sehenswürdigkeiten und den Charakter mit, dass wir da einfach nochmal eine neue Edition machen. Sie sprechen die Sehenswürdigkeiten an. Sind einige Hotspots der Stadt hier in dem Spiel vertreten? Wie wurden diese ausgesucht und dann auch letztendlich verteilt? Ja, das ist natürlich immer eine Aufgabe, vor der man steht. Vor allem, weil ich zu Anfangs kein Mannheim-Experte war. Sprich, es heißt hier im ersten Schritt natürlich ein bisschen eigene Recherche. Und dann ist es eben super wichtig, mit Mannheimern zu sprechen. Wir haben Umfragen gemacht und man muss eben die Stadt kennenlernen, was ist wichtig, was ist den Mannheimern wichtig. Und so haben wir uns eben Stück für Stück genähert. Und was eben auch immer super hilfreich ist, ist, wenn man eben mit der Stadt ein bisschen kooperiert. Das sind ja die Experten von Mannheim und die haben uns da auch gut unter die Arme gegriffen. Wir selbst von RonTV dürfen ja auch Teil des Spiels sein auf den Ereigniskarten. Und dahinter verbirgen sich auch lokale Besonderheiten. Was gibt es da genau? Ja, gibt vieles. Also ich habe ja kennengelernt, dass Mannheim vor allem ja auch die Stadt der Erfindungen ist. Also dass man zum Beispiel, das Auto wurde hier erfunden, das findet man dann eben in den Ereigniskarten. Dass Mannheim wohl ja auch das Spaghetti-Eis erfunden hat und so bringt man eben den Charme so ein bisschen auf die Karten. Sprich, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es eben, dass du in der Erfindung in der Stadt eben mit dem Spaghetti-Eis deine Freunde auf ein Spaghetti-Eis einladen muss, zahle 50 Monopoly-Dollar und so bringt man das eben dann da alles unter. Also ein Spiel für die Mannheimerinnen und Mannheimer, aber auch für alle, die die Stadt kennenlernen wollen. Sie sprechen es an, Sie waren jetzt öfters hier. Was bleibt Ihnen hängen? Welchen Eindruck nehmen Sie mit von Mannheim? Also ich finde es super vielfältig. Also zum einen die Kultur ist ja wirklich hier ausgeprägt, die Geschichte und vor allem besonders, finde ich, sind die Quadrate. Die haben mich zu Anfang sehr verwirrt, kannte ich so vorher noch nicht. Und das finde ich auch eine ziemliche Besonderheit von Mannheim. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die verwirren anfangs auch, wenn man hierher kommt, aber man findet sich zurecht. Sarina Hartmann, vielen Dank für den Besuch hier heute Abend und vielen Dank für die Vorstellung des Spiels. Vielen Dank, sehr gerne. Wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuschauer, Mensch, ich wollte schon immer mal den Wasserturm besitzen oder Hotels in Mannheim kaufen oder ich brauche vielleicht noch ein passendes Weihnachtsgeschenk, dann schauen Sie doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, denn wir verlosen drei Exemplare von dieser Mannheim Monopoly-Edition.